Shop, hättest du denn was? Nein, nicht mal was, was wir uns leisten können. Erstmal hier alles loswerden. Die Sackgasse ist keine gute Idee. Hey, ein Erz. Da wäre der Weg weiter. Sacken wir erstmal ein, was hier ist. So. Sacken noch das Erz hier ein. Bronzeschlüssel haben wir keinen gefunden, also geben wir das hier jetzt mal ab. So. Oh, ausmachen bitte. Danke. Gut, da haben wir das noch gekriegt, was da drin war. War ein bisschen Geld, hauptsächlich. Also gibt es hier und hier drüben noch ein bisschen Leben für uns. Das wir einsammeln können, bevor es zum Boss geht. So, dieses Mal als Fernkämpfer. Das heißt, wir haben es einfacher, um Schaden zu machen. Ah, jetzt kommen auch Fledermäuse. Trank schnüffeln. So. Bringers of Hope. So, zwei Ohren, ein bisschen Geld und ein Item. Und unser erster Boss ist besiegt. Haben zwar unseren Trank verbraten, aber wir haben den Boss besiegt. Yay. So, das heißt, wir können die Minen hinter uns lassen und betreten jetzt den Dungeon, das Gefängnis, das Prison.
mit neuen Gegnern. Nämlich Skeletten. Opens elsewhere. Ja, wir können hier die Gefängnistüren öffnen, wenn wir den Schalter dafür finden. Hey, Nobelisk. Mal sehen, wie lange wir es hier überleben. Also ja, erstens sind die Skelette stärker, machen mehr Damage, schalten mehr aus. Sind schneller, sind zahlreicher. Au. Vor allem die Skelettbogenschützen sind ein sehr böse, sind sehr böse eigentlich. Vor allem, weil sie einen von außerhalb des Bildschirms snipen können. Hier kommen wir noch nicht rein. Müssen wir erst den Schalter finden. Hier würde es nur runtergehen. Oh je. Au. Das war unser Tod. Jo, restart. Gut, wir können uns hier bei besserer Armor und Critical Chance kaufen. Und Potion Charges. Wir können gucken, was wir uns mit den drei Level-Up-Punkten kaufen können, die wir haben. Sorcerer Skills lowers enemies by 20% for... ja. Also jetzt kann ich verlangsamen mich Gegner, wenn ich auf sie schieße, genau. Und habe auch die Chance, sie einzufrieren. So, dann wenden wir mal die Town Hall ab. Schauen wir uns sie uns jetzt an. Jetzt sieht sie noch ziemlich heruntergekommen aus. Flupp. Jetzt sieht sie schon mal ein bisschen aufgeräumt aus. Hast du was Neues zu sagen? Ja, du hast die Bestie in den Minen getötet. Danke dafür. Yay. Ja, die Bar ist noch geschlossen, weil eben der Barkeeper fehlt. Also ja, die Bar, der Tempel und hier drüben ist geschlossen jeweils. Alles andere hat mittlerweile wieder geöffnet. So, und dadurch, dass wir unsere Stadthalle verbessert... nee, das bringt leider noch gar nichts. Wir müssten erst die Treasury verbessern. Dadurch sinkt unsere Tax Rate, also wir kriegen mehr Geld raus. Ja, und hier die Chapel. Und das hier haben wir noch nicht freigeschaltet, das wird die Taverne sein wahrscheinlich. Und ja, wir können neues Spielzeug jetzt. Da wir die Town Hall auf 2 haben. Wir könnten Treasury auf 2 upgraden, wie gesagt, dadurch sinken unsere Steuern.
Wir könnten die Guildhall upgraden. Dadurch könnten wir die Level 2 Skills, also die nächste Skillstufe machen. Der General Store, wenn wir den verbessern, werden die Preise billiger und er bietet bessere Gegenstände an. Also im Augenblick bietet er 3 Kammen an. Danach bietet er 2 Kammen, ein Ankammen an. Wenn wir den Blacksmith verbessern, kriegen wir neue Upgrades für Waffen, Armor und so weiter. Ore Trader wird die Preise bei ihm besser, also sowohl der An- und Verkauf. Also wir zahlen weniger für Ore und kriegen mehr für Ore. Ja, der Apotheker, dadurch kriegen wir mehr Upgrades für die Flasche, für den Trank. Die Fountain. Customize your run by wishing for positive and negative effects. Also ja, das kennen wir auch aus dem ersten Teil. Da kann man am Anfang vom Spiel sich Crutches und wie hieß das andere? Also Vor- und Nachteile einstellen. Zum Beispiel Infinite Lives. Oder aber, dass Gegner mehr Schaden machen oder dass man kein Mana mehr regeneriert und so weiter. Und ja, die Chapel, also die Kirche oder die Kapelle, damit wir den Priest anlocken könnten als Charakter. Zum einen. Zum anderen aber auch, um dort permanent Upgrades, permanent Blessings zu kriegen. Das könnte ich euch ja eigentlich theoretisch mal kurz... Ja, mal kurz in unseren reingehen. Ja, ich habe ja auch einen Benuel, den Paladin. Oder auch eine Elana, des Sorcerer. Ja, gucken wir mal kurz mit unserer Silastra rein. Also meiner Bogenschützin. Ja, die Chapel ist upgegradet. Und wir könnten hier theoretisch permanent Buffs für Geld kaufen. Also permanent Attack upgraden, permanent Defense, permanent Skill Damage. Ich weiß nur nicht, ob es so ist, dass man nur eins pro Stufe haben kann. Oder ob man alle freischalten kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, und was haben wir noch so freigeschalten gerade? Mal gucken. Die Fountain. Kann ich euch auch noch kurz zeigen. Das ist das hübsche Ding hier. Genau. Hier könnten wir Geld reinschmeißen. Um ein bisschen mehr Favor zu kriegen. Könnten aber halt auch hier... Genau. Negative und positive Effekte reinpacken. Bigger Floors zum Beispiel. Also ja, für positive Sachen müssten wir zahlen. Außer wir graden sie mit was Negativem ab. Und wenn wir ins negative Favor rutschen, kriegen wir mehr Lebenspunkte für den Run, aber und auch mehr Geld. Ja, Heaven Mana Pickups sind nur 50%, mehr Gegner. Ja, 2,5 Sekunden confused sein, wenn man seine Potion trinkt. Fallen machen doppelten Schaden. Glück minus 3. Mehr Elite-Gegner. Kein Ohr. Und ja, auf der anderen Seite halt solche Sachen wie mehr Luck. Was auch immer Luck bringt, kann ich das irgendwo sehen? Move Speed XP. Ach nee, Experience Bonus. Das ist das Experience-Zeichen. Warum auch immer. Hier Luck. Aber steht nicht da, was Luck bringt. Ja. Da unsere Magie Resistance, unsere Skill Power. Und so weiter. Gut.
Dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins Menü zurück. Und dann schließen wir hier das Let's Show ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ich konnte euch einen kleinen Einblick in Heroes of Hammerwatch zeigen und vielleicht euer Interesse an diesem Spiel wecken, wie bei jedem Let's Show, was ich so zeige. Ja, ich versuche bei den Shows halt einfach so Nischenspiele mal vorzustellen. Einfach damit sie ein bisschen mehr Popularität gewinnen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Hi ho und macht's gut.